Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Mountain Blade Warband mit mir, dem Alex, bei unserem Kanal LP No Brain. Ja, unser neuer LP Mountain Blade Warband funktioniert endlich. Hab den Fehler behoben, muss es deinstallieren. Fehler behoben, musste deinstallieren und es wieder installieren. Dann machen wir mal unser Charakter. Männlich würde ich sagen. Ich bin ja auch Mann, ja. Mir wurde. Okay. Das kenne ich alles schon auswendig, weil ich habe schon seit 300, 500 Stunden das gespielt. Ein Dieb, keiner. Ein Dieb, Steppen, ein Jäger, Kriegsveteran, Handelsreisender. Ich sag mal ein verarmter Adliger, weil dann bekommen wir sofort eine Flagge. Handwerk, das soll ja auch intelligent sein. Eine Universitätsstudent. Oh. Ich würde sagen einfach mal Wanderlust wegen Wanderlust. Verblenden war. Okay. Wertet an. Okay, los. Dann suchen wir uns eine Flagge aus. Ich nehme manchmal auch die Flagge. Oder auch. Die hier nehme ich auch gern. Die hier auch. Das hier auch. Und das hier nehme ich besonders gern. Und das. Ich würde sagen, diesmal, da wir die hier immer nehmen, nehme ich mal diesmal einen Bär. Kann Abbruch ohne Speichern. Das mache ich mal, weil falls wir einen Fehler machen, könnte hier passieren. Wie sollen wir uns nennen? Wie sollen wir uns nennen? Sagen wir einfach Alex. Ich heiße ja auch Alex, das passt ja dann auch. Eigenschaften. Intelligenz, Stärke, bräuchte ich mehr. Und das hier. Schlacke. Ah, das hier, falls ihr es nicht wisst, ist unser. Wie ihr schon lesen könnt, Fähigkeiten, wenn ihr verzeiht, Fertigkeiten, Eigenschaften. Da kann ich unser. Wie soll ich sagen, unser Mensch, den wir hier jetzt steuern, erhöhen. Also beim Reiten ist er schon auf 2, also kann ich jetzt nicht erhöhen. Schild zum Beispiel wäre ziemlich gut. Schlagkraft, desto stärker schlagen kann, desto mehr Schaden tut er, glaube ich auch. Wundenheilung. Also wie ich erkläre es euch nochmal, das ist so unser Charakter. Hier sollte eigentlich unser Bild sein, das kommt noch gleich. Weil wir müssen ihn noch so, also, stellen. Anführerschaft, okay. Eisen. Schulter. So. Einheitwaffe, ich nehme gerne die Einheitwaffe. Standwaffe. Bogen schießen, so gut. Fertig. Naja, wie gesagt, hier ist jetzt unser Charakter. Den kann ich jetzt erstellen. Der soll jung sein. Ich will ja hier nicht so einen alten haben. Haarfarbe. Ja, so ungefähr. So hellblau, hellbraun, so ungefähr. Andere Haare soll er haben. Das sieht ja extrem scheiße aus. Ja, das sieht schon besser aus. Das sieht besser aus. Bart. Nee. Ja, das. Die Haut. Oh, da verändert sich sogar. Aber das sieht auch keiner aus. Okay. Das lasse ich eigentlich hier gerne, weil so sieht er für mich perfekt aus. Aus vielleicht die Nase. Nasenform. Und verändert sich da etwas, oder? Aber. Oh. Achso. Das sieht jetzt unheimlich aus. Nasenrücken. So ist es am besten. Okay, das sieht irgendwie... Nee. Ich würde sagen so. Augenbreite.
mein Gott. Ja, so weit ist gut. Nasen her. Die Seite. Das gefällt mir irgendwie noch immer nicht. Ja, das passt mir. Sonst stelle ich eigentlich gar nichts ein, weil das sieht sonst alles perfekt aus, außer die Nase. Sieht noch immer nicht so gut aus, aber ist jetzt egal. Die Augen fände ich auch manchmal. Zu wen schließen wir uns jetzt ein? Also das sind die Reiche. Schweden. Ja, kann ich nicht aussprechen. Valgia oder so. Vagia. Nord. Rodok. Sarandischen. Sultan. Kergit. Naja, ich nehme mal die schwedischen Königreich. Finde ich besser. Das sind extrem die Reiter extrem gut. Ich nehme gerne Reiter da. Die schnell und besser sind. So, jetzt müssen wir warten, bis ein Dieb kommt. Den müssen wir jetzt umbringen oder wir sterben jetzt. Dann bekommen wir eine Mission, die können wir annehmen oder ablehnen. Wenn ich die annehme, bekomme ich schon mal... Fuck, fuck you. Das reicht. Nahkampf ist besser. Oh mein Gott. Jawohl, da habe ich ihn. Man kann auch hier, wenn ich F drücke, die Waffen wechseln, wenn die auf dem Boden liegen, von anderen Einheiten. Seht ihr gerade? Links im Chat sieht man es auch. Da kommt er, der Händler. Dann fragt er mich ein paar Sachen. Ja, wegen ein paar Banditen vorschlagen erlaubt. Ich habe leider keine Lust, das zu lesen. Deshalb würde ich sagen, ich lasse das mal kurz. Oder ihr macht hier jetzt eine Pause und lest es euch durch. Weil ich habe es mir unzählig mal tausendmal durchgelesen. Aber der Typ hier am Ende wird danach abhauen. Sieht auch scheiße aus. Ah, scheiße, was habe ich gerüttelt? Achso, okay. So, ich bin interessiert. Das Geld kann ich gebrauchen. Für den Start. So. Da sind wir jetzt auf der Karte. Das ist die Karte. Wir können uns danach am Ende, wenn wir etwas größer geworden sind, zu einem Reich. Wie zum Beispiel, das ist Nordmänner, das sind die Nordmänner. Das ist Schweden. Das ist Rodok. Ja, hier sind die anderen. Ja, uninteressant, ja, weglassen. Weglassen. Übungsplätze. Hier sind die Städte. Die großgeschriebenen Namen sind, darunter sind die Städte. Die großen Städte, die in denen man handeln kann und so. Hier zum Beispiel sind 3. Hier sind 4. Hier sind 3. Hier sind 3. Okay. Naja, wir sind jetzt bei Schweden. Und was wir machen müssen, ist erstmal eine Einheit rekrutieren. Das, was ich euch noch sagen wollte, sind ja auch... Einheiten sind ziemlich gut eigentlich. Wenn du alleine, wenn man hier zum Beispiel alleine umreitet, kommen Banditen, die dich gerne überfallen wollen. Ja, bist du für ein paar Tage bei denen gefangen. Das wollen wir ja nicht. Eine Karte, okay, habe ich schon. Ja. In der Schenke könnt ihr euch Einheiten rekrutieren, holen. Hier ist der Händler. Und ich bräuchte andere Einheiten, die viel wichtiger sind, viel stärker sind. Hier ist der Markt, da kann ich aussuchen, Waffenhändler, Rüstungshändler, Pferdehändler, Warenhändler. Bei Warenhändler kauft man sich wie was zum Essen oder halt eben Waren. Das ist mein Inventar. Hier ist auch noch, also das ist, was ich alles jetzt gerade habe. Ich habe ein Pferd, ich habe Schwert, ja, ja, Armbrust. Das ist mein Inventar, ich habe ein Buch. Und einen Fisch zum Essen. Buch könnte ich gut verkaufen. Mache ich erst, wenn ich es fertig gelesen habe. Weil, wenn ich lese, erhöht sich die Intelligenz meines Charakters. Da, seht ihr schon. Der will aber uns nicht. Komischerweise. Im Wald ist es ziemlich gefährlich, weil da lauen sie gerne. Schenke. Ich habe ja euch auch schon gesagt, ja, ich mache ein neues... Da sind endlich die, die ich haben wollte.
Die sind ziemlich teuer. Weil zwei Stück gern. Puh. Verkaufe ich lieber mein Buch. Das wird sich bestimmt lohnen, weil für 700. Naja, machen wir es einfach mal. Na, hier unten seht ihr, wie viel Geld der Verkäufer hat. Ja, also kann er mir die 700 nicht zurückzahlen. Der auch nicht. Ah, jetzt krieg ich schon wieder das hin. Der auch nicht. Ah, jetzt krieg ich schon wieder das hin. Der auch nicht. Naja, ich will die 700 lieber haben, als sie zu verschenken. Ja. Nicht so gut, das wäre ja Minus. Was ihr auch noch wissen müsst, ist, dass die Einheiten monatlich Geld kosten. Also die wollen ja auch Geld verdienen. Nicht nur, dass sie mir das ganze Essen wegfressen, sag ich mal. Hier. Die wollen ja auch noch Geld dafür haben. Oh, da habe ich aus Versehen da drauf geklickt. Okay, wir können doch nicht. Ich habe das falsche geklickt. Ja, ich habe am Anfang geklickt, ohne dass ich nur beenden kann, indem ich speichere. Oh. Das war gerade knapp. Jetzt bekomme ich die. Jawohl. Da habe ich endlich eine Einheit. Ja, ich hole euch alle. Verlassen. Später, wenn ich etwas eine größere Armee her habe, werde ich auch eine Stadt angreifen und einnehmen. Bis dorthin wird es noch dauern. Es wird ziemlich lange dauern, bis ich dort angekommen bin. Es ist dunkel, da laufen wir etwas langsamer. In die Schenke. Da muss ich jetzt sagen, dass ich eine Einheit habe. Ich brauche einen. Okay. Verlassen. Naja, dann versuche ich mal ein bisschen Geld zu machen. Für die Zeit. Ich warte mal kurz, bis es Tag ist. Denn nachts sind wir viel langsamer unterwegs als sonst. So, bin wieder kurz zurück, wollte gerade nur was tun. Ja, jetzt können wir es vielleicht machen, weil wir hatten zu wenig Einheiten. So, ich würde Banditen jagen. Gut, jetzt können wir die Banditen jagen. Wir hatten zu wenig Männer. Ich war gerade kurz unten. Muss ich kurz was machen, wurde gerade gerufen und greifen wir sie jetzt an. Angriff. Jetzt werdet ihr an unser Schlachtfeld sehen. Das sind unsere Einheiten. Mit F1 kann ich Sachen rufen wie Position halten, mir nach. Mache ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt nicht. Weil wir brauchen jetzt einen Angriff. Mein Pferd ist ziemlich langsam. Ja. So. Das sind doch mehr als... Nein, doch nicht. Gut, einen Bogenschützen haben wir hier auch. Den haben wir. Das ist ziemlich gut. Dann reiten wir. Da ist der erste. Oh, da habe ich gerade Schaden bekommen. Da ist der erste tot. Der zweite ist down. Da hat er geblockt. Mit Rechtsklick blockt man auch. Jawohl. Jawohl, ich habe alle. Oder? Nein, doch nicht. Mit einer einen anderen. Gut. Tab. Tab. Okay. Erfolgreich, jetzt nehme ich die Rüstung. Oh, schau mal kurz. Die rüstet